Hallo und herzlich willkommen zurück in Strangerville. Wir haben das letzte Mal in dieser doch sehr seltsamen Szene hier, mussten wir uns leider verabschieden. Und zwar sind wir hier mit der Leonie und mit dem Jason, die versuchen gerade irgendwie mit der Nachbarschaft in Kommunikation zu treten. Wir können ihn ja mal einfach hereinbitten. Ich hoffe, das werden wir jetzt hier nicht bereuen. Du sollst nicht mit deinem Mann reden, du sollst mit den Nachbarn reden. Hallo. Komm zu uns in den Krater, sagt die Blonde. Ach du Schande. Hallo? Welcher Krater? Es macht mir jetzt so ein bisschen... Lektion Geek. Leonie ist ein Geek. Diese Sims müssen Spiele spielen und sind wegen ihres angeborenen Wissens gut im Aufspüren seltener Sammelobjekte in der Spielewelt. Ach, in der Spielewelt. Oh, dann habe ich doch was Falsches eingestellt. Okay, dann haben wir jetzt die Videospielfähigkeiten erworben, die ich eigentlich gar nicht haben wollte, aber okay. Ich habe gedacht, sie kann jetzt irgendwelche Sachen gut auffinden. Habe ich mich doch verlesen. Meinetwegen. Also, wir gucken jetzt erstmal. Wir haben noch Sonntag. Ab Montag müssen wir auf jeden Fall arbeiten gehen. Schauen wir erstmal nach unseren Bedürfnissen. Die sehen eigentlich soweit noch ganz gut aus. Mit dem, ja, kann man nicht so wirklich reden. Mit ihr kann man jetzt auch nicht mehr reden. Okay. Gut, beziehungsweise nicht gut. Dann werden wir einfach mal von neuer Show schwärmen. Von Herzen machen das, von Herzen, achso, ein Kompliment machen. Von Herzen kommen das, so. Charismatisch sind wir jetzt auch schon. Sehr schön. Und wir sind verliebt, so wie es aussieht. Und wir machen mal schnell ein gemeinsames Foto. Alavine! Angie! Angie! Wow, Gang! Hey, boy! Yay! Hey! Rene! Also sie hier kommt mir doch sehr, sehr, sehr extrem vor. Was ist mit dem... Ah, okay. Er guckt jetzt auch nicht wirklich anders hier. Das ist irgendwie ein bisschen... Und schon wieder ein Foto. Naja, das... wir können jetzt hier leider noch nicht allzu viel machen. Ich würde sagen, wir lassen jetzt den ersten Tag mal so ein bisschen schneller durchlaufen. Wir sind ja jetzt auch schon am Nachmittag. Ich schau mal eben, was die hier machen. Bleiben die hier... Nee, die eine ist jetzt auch schon gegangen. Wo ist sie denn hin? Da. Nee, das ist jemand ganz anderes. Verschwörungstheoretiker, okay. Das ist ein Wissenschaftler. Ja, eigentlich passe ich da ja wunderbar rein, ne? So als Wissenschaftler. Eigentlich ist das ja perfekt, diese Wissenschaftskarriere, weil ich dann vielleicht eher herausfinde, was das hier alles so auf sich hat. Also ich möchte die jetzt erstmal so ein bisschen zur Arbeit schicken. Ich wollte eigentlich noch einen Hund erstellen, den habe ich jetzt leider vergessen, fällt mir gerade auf. Aber ich hatte so ein bisschen Bedenken, in dieser etwas seltsamen Stadt noch ein Kind mitzunehmen. Deswegen habe ich jetzt erstmal nur die Erwachsenen mitgenommen. Ach so, genau, Moment. Oh, was sehe ich hier? Hallo? Genau, geht mal in eure Schlafklamotten rein. Baby. Also Gelenke scheinen sie ja zu sein. Halleluja, hat sie gerade gesagt. Hallo. Hören die auch nochmal auf? freudig überrascht, wegen guten Techtelmechtel. War einfach, oh mein Gott, 4 Stunden hat der Kerl durchgehalten. Dazu sage ich jetzt mal lieber nichts. Hallo, ist das ein Roboter oder was?
Ich werde jetzt erstmal mit ihr ganz dringend auf Toilette gehen, weil sie hat jetzt die Blase total, ja, voll, obwohl die Anzeige leer ist. Und danach würde ich sagen, dass sie erstmal etwas zu essen macht auch. So. Was sie auf jeden Fall noch brauchen werden, ist ein PC und was davon ist der Kühlschrank, das weiß sie, ne? Abendessen servieren, Gartensalat. Nein, ach, du bist so blöd, Junge. Geh du mal lieber auf Toilette. So. Du sollst keine Kochfähigkeit erwerben. Sie wollte dir jetzt was zu essen machen. Geht ja mal gar nicht. Jetzt hat sie sich auch noch einen Finger geschnitten. Und hat immer noch die Schlafklamotten an, fällt mir gerade so auf. Naja gut, wir haben 6:30 abends, das ist okay, ne? Aber wir lassen das Ganze mal ein bisschen schneller hier durchlaufen. Auf jeden Fall ist sie glücklich. Also die sollten zwischendurch immer mal ein Techtelmechtel machen. Das auf jeden Fall. So einmal täglich. Ist er denn... Ach nee, er ist auch glücklich. Ja, ich bin ja auf ihn gerade. Also ich muss ja zugeben, ich habe die beiden ein bisschen so gemacht, dass ja, sie in Strangerville reinpassen sollten. Yeah, das möchte ich nicht immer angezeigt bekommen. Nein. Ich möchte eigentlich nur ein schönes Foto machen. Mehr wollte ich gar nicht. So, dann würde ich sagen, eigentlich sollst du dir folgen. Hallo? Sind das jetzt Bartgespräche am Abend oder wie stelle ich mir das jetzt hier vor? Okay. Ich hätte auch gerne... Genau, das sieht zwar ein bisschen blöd aus, wenn man dann letztendlich da ja, sich das Haus anguckt so, aber so kann man wenigstens noch alles sehen und das finde ich persönlich eigentlich immer wichtig. So, jetzt geht es bald zur Arbeit das erste Mal. Das heißt, wir bekommen dann das erste Mal wirklich etwas Geld dazu. Darauf bin ich jetzt schon sehr gespannt. So, Junge, jetzt darfst du heute mal was, oder? Ah, du darfst sogar noch was von dem Gericht nehmen. Was ist mit ihr? Sie hat auch Hunger. Dann nimmt sie auch was davon. Ja, wer sich jetzt übrigens wundert, warum ich jetzt Strangerville noch hochgeladen habe und nicht bei der anderen Familie weitergemacht habe, ihr braucht keine Sorge zu haben. Oh, warum ist hier unwohl? Leute? Euer Ernst jetzt? Das war doch gerade noch gut. Nee, räum das mal weg hier. Du sollst das nicht essen? Mach mal Frühstück hier. Nee. Ich will den Salat nicht essen. Du sollst den aufräumen. So, also was ich eigentlich sagen wollte, ihr braucht euch da keine Sorgen zu machen. Ich werde alle auf jeden Fall so weit wie es geht durchspielen. Ich habe nur, ja, dieses Stranger Will jetzt neu dazu bekommen und habe so dermaßen... Leonie hat eine Idee für einen Momentum-Konservator aufgeschrieben. Okay, die war doch noch gar nicht arbeiten. Aber weiß jetzt schon, was sie da alles zu tun hat, oder wie? Das ist krass. Ja, also nochmal, zum dritten Mal. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg, dann hört man mich eventuell auch besser.
alle, die jetzt bei der anderen Familie, bei der Familie de Winter weiter zugucken wollten, keine Panik, da wird auf jeden Fall noch weitergemacht. Aber ich war so begierig irgendwie darauf zu wissen, was dieses Stranger Will ist. Und wie man ja sehen kann, das ist, es ist krass. Also, oh, da läuft einer, Moment. Da läuft ein normaler Mensch, glaube ich. Okay. Also es scheinen doch auch noch andere Leute drin zu wohnen. Das ist gut. Also normale Menschen meine ich jetzt. Das ist sehr gut. Aber ich bin... Huch, habe ich mich jetzt erschrocken. Ich bin echt so gespannt darauf gewesen, was das hier ist. Und ja, was das alles so für Auswirkungen hat in Stranger Will, weil das hört sich doch... Ja, im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich strange an. Müssen die nicht mal langsam zur Arbeit hier? Ich habe ja noch keinen Hinweis bekommen. Was macht sie denn jetzt? Ach, die Putztitel. Oh mein Gott, Mädel, was hast du denn da? Hat er das jetzt dreckig gemacht hier oder was? Er ist ja eigentlich derjenige, der... Na, nee, Reinlichkeits... Doch, ich meine, er ist auch sehr reinlich. Liebt die Natur. Moment. Leonie liebt die Natur. Zeit im Freien ist für solche Sims ein Muss, doch die emotionale Belohnung ist es wert. Ja, aber das geht natürlich nicht kurz vor der Arbeit, wobei ich nicht genau weiß, wann sie jetzt zur Arbeit muss. Arbeit? Da. Ach, ab 10 Uhr erst. Okay. Und was ist mit ihm? Er muss eigentlich um 9 zur Arbeit. Ich glaube, er geht gerade auch zur Arbeit, wenn ich das jetzt richtig sehe. Er ist Palettenreiniger. Ach du Schande. Okay. Also sie hat jetzt noch ein bisschen Zeit. Sie fängt erst um 10 an. Das heißt, wo sind meine Bedürfnisse hin? Was zu essen brauchen wir eigentlich nicht? Ach, ich würde sagen, die geht einfach schon mal zur Arbeit, oder? Machen wir das hier... Ah ne, 39 Minuten. Ich kann gar nicht früher zur Arbeit gehen. Ich dachte, ich würde jetzt mal einfach zeigen. So, ich bin so dermaßen begierig darauf anzufangen. Womit fängt sie eigentlich an? Labortechnikerin, ist klar. Okay. Also sie fängt direkt schon als Labortechnikerin an. Das ist gut. Und einen Durchbruch hat sie schon erzielt, weil sie irgendwas aufgeschrieben hatte eben, was ich nicht nochmal aussprechen kann. Ja, das ist doch super. Ich würde sagen, dass ich das Ganze dann ein bisschen schneller laufen lasse. Leonie sollte sich ihr gutes altes Notizbuch schnappen und zum Labor gehen. Vielleicht ist ja heute der Tag für einen großen Durchbruch. Gehst du mit zur Arbeit oder soll dein Sim alleine gehen? Oh ja, da gehen wir auf jeden Fall mit. Da gehen wir auf jeden Fall mit. Das will ich sehen. Oh, ich bin so aufgeregt. Das gab es nämlich damals alles bei Sims 3 nicht. Tägliches Experimentieren. Willkommen bei Future Sim Labs. Du wirst damit beschäftigt sein, zahlreiche grundlegende Experimente durchzuführen, sowie an neuen Technologien zu forschen und vielleicht sogar mit außerirdischem Leben in Kontakt zu treten. Ich denke, das habe ich schon vor meiner Haustür eben. Es ist dein Job, hochentwickelte wissenschaftliche Ausrüstung zu nutzen, um Gutes zu bewirken. Das hoffen wir zumindest. Nun ja, willkommen an Bord. So, okay, dann folgen wir ihr doch direkt mal. Es würde mich, oder was heißt es würde mich, es interessiert mich so dermaßen, wie das hier auf der Arbeit alles abgeht. Ach so, ja, ich habe ja die Wände rausgenommen, stimmt ja. Das ist schon krass. Analyse üben, Monument und Konservator erfinden, 10 Minuten mit Erfindungserbauer plaudern. Macht die das denn selbstständig oder muss ich das mit ihr machen? Oh geil, wo geht die jetzt hin? Ah, okay. Boah, ist das ein großes Gebäude. Krass. Okay. Ein Aufzug? Ja.
Ist das ein Aufzug? Ich will etwas sehen. Ich will sehen, was du da drin machst. Hallo? Hat die Logikfähigkeit erworben. Dank der neuen Logikfähigkeiten von Leonie kann sie jetzt Karten spielen, Schach spielen, wissenschaftliche Instrumente benutzen und so weiter. Außerdem werden neue Interaktionen am Mikroskop und unser Observatorium freigeschaltet. Himmel betrachten. Die guckt selber schon so ein bisschen irre, irgendwie finde ich. Aber wie gesagt, sie sollte ja in Strangerville reinpassen. Man sieht auch hier unten, ich finde das total geil gemacht, was die da, wie die das in Sims 4 gemacht haben. Ich meine, in 3 ist es ähnlich gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon zu lange her. Aber so diese ganzen Gestiken und Mimiken, die man dann da sehen kann. Also jetzt hier in Sims 4, ich finde das einfach nur totale Klasse. Ach, ich sehe doch was, Moment. Ha, was macht sie, was macht sie? Ah, es ist aber ganz... Hallo? Ist sie jetzt im Aufzug drin? Nee. Was war denn das jetzt gerade? Also eigentlich steht sie hier jetzt nur rum. Eigentlich macht sie jetzt hier gar nichts. Okay. Und jetzt? Sind wir fertig? Eigentlich sollte sie nur die Sterne ein bisschen beobachten, aber okay. So, 10 Minuten. Da steht aber nirgendwo, wie man das Ganze machen kann. Verbleibende Zeit. Um früher zu gehen oder zu bleiben, okay. Analyse üben. Wähle das chemische Analysegerät und dann Analyse üben. Ja. Heureka! Leonie Sparks hat eine Idee für ein Synthetik-Nahrungsmittel. Und das ist kein Durchbruch, den ich jetzt gemacht habe. Himmel beobachten, verbessern. Okay. Das heißt, sie ist jetzt hier drin. Soweit ist klar, aber... Level 2 der Logikfähigkeiten, das ist gut. Analyse üben 10 Minuten. Warum ist denn hier... Wände ausblenden. Ja, habe ich eigentlich drin. Hallo? Und wieso macht er das nicht? Ah, jetzt ist es wieder so, wie es eben war. Okay. Was bist du für ein Gerät? Pflanzenprobe analysieren. Analyse üben. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir das jetzt mal. Weil mit ein bisschen Glück... ist das nämlich das, was wir machen sollen. Weil ich denke mal, ich meine, ich mache das jetzt hier zum ersten Mal, aber ich denke mal, dass wir dann auch versuchen müssen, das zu machen, was halt oben steht. Also die Ziele. Das ist zum Ansehen. Ah, nee, Moment. Analyse üben. Analyse üben. Dann machen wir das natürlich weg. Und Himmel beobachten machen wir auch mal weg. Hat das jetzt weggemacht? Ja. Analyse üben. Okay. 10 Minuten mit Erfindungsbauer. Bist du das? Nee. Labortechniker. Okay. Aber wo kann ich jetzt was erfinden? Oder kann ich jetzt was erfinden, indem ich das hier verwende? Nee, aber das ist Pflanzenprobe analysieren. Damit kann man doch nichts erfinden, nehme ich mal an. Was macht sie denn jetzt hier eigentlich? Ach, sie kommt jetzt auch mal, okay. Ja, dann gucke ich mal eben hier. Was ist das? Brainstorm. Gerät erfinden. Ah. Gerät erfinden. Ha, ha, ha. Oh nein, ich hoffe, das kriegt sie noch hin bis zum Ende des... Labortechnikerin. Bis zum Ende des Arbeitstages. Labortechnikerin, Labortechniker. Ich muss aber mit den Erfindungsbauer reden. Ist das der hier? Nein, ist er auch nicht. Wo ist denn der Erfindungsbauer? Hm.
Ja. Wir haben unsere Analyse fertig. Sehr schön. Nein, du sollst eigentlich folgen. Hello, Jack. Max Silk. Wie eine Irre haut sie da in die Tasten rein. Ja. Ah, Moment. Ach, das muss sie jetzt abbrechen, um am Brainstorm-Erfinder zu brainstormen. Okay. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut, machen wir das mal. Das war was erfinden. Das heißt, die Analyse üben. Machen wir mal raus. Obwohl sie damit schon fast fertig ist. Es ist blöd, dass das mit dem Verfolgen immer wieder rausspringt. Und schon wieder ist es rausgesprungen, hallo? So, dann werden wir doch was erfinden. Nimm uns doch mit. Bitte. Also das scheint ein 3D-Drucker zu sein, wo sie jetzt ihre Ideen mit umsetzt. Lumpina. Oh, close up. Naja, mal ein bisschen beschleunigen. Oha. Ah. Voischmezel. Okay, kann man das Ding jetzt einpacken? Nee, anscheinend nicht. Aber wir haben das Monumentum erfunden. Okay, dann wird sie... Nee, halt, Moment. Du sollst den einschalten. Gerät ins Inventar. Moment, wir machen das jetzt mal anders. Oh, Jason ist schon zu Hause. Ja, stimmt, sie hat ja, glaube ich, eine Stunde länger. Kann man das jetzt so da reinziehen? Ah, so kann man das reinziehen. Okay. Und dann kann sie es einschalten. Und das betrachten wir dann auch gleich. Sehr schön. Okay, also wir werden jetzt erstmal gucken, was sie jetzt hier macht. Sie ist ja irgendwie jetzt hier rumgelaufen. Ich glaube, sie hat nur mit irgendjemandem gesprochen oder so. Oh, viel Zeit ist nicht mehr. Und wir haben bald gerade mal 2/3 durch. Ja, vom Betrachten wird man natürlich... Moment, bist du der... Wer bist du? Halt, stopp. Labortechniker wieder. Hm. Vielleicht meint sie auch den Labortechniker. Du sollst nicht im Internet surfen, du sollst ja was für dein Geld tun, Mädel. Synthetiknahrung Serum mischen. Ist das vielleicht?
Analyse. Der Arbeitstag von Leonie endet in einer Stunde. Sie sollte seine momentane Tätigkeit abschließen. Jeder Arbeitstag kann einmalig durch Klicken auf die Zeituhr verlängert werden. Um früher zu gehen oder länger zu bleiben. Okay. Experimentieren. Synthetik Nahrung. Nee, da ist nur Serum. Ansehen. Es ist schon alles sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Aber ich habe von dem Ganzen hier so gar keine Ahnung. Das ist die Rezeption. Was war das hier? Das war das mit den Pflanzenprobe. Ne, Moment. Ach so, halt doch. Serum. Serum, Serum. Da stand was von Serum. Serum Nahrung. Um Hunger zu stillen. Benötigt beliebige Pflanze. Okay. Dann... Aber da sind keine Pflanzen drin. Das ist jetzt eine gute Frage. Hallo, wir wollten keinen Snack haben. Serum. Nein, ich habe vergessen drauf zu drücken. Mist. Nein. Aber, oh, mein Gott, da muss aber mal einer ganz dringend unter die Dusche hier. Sie hat auch noch Hunger. Was ist das hier? Gucken wir mal. Oh, ihre Hygiene lässt aber auch zu wünschen übrig. Okay, also ich würde mal sagen, dass wir dann auch mit dieser Szene hier Schluss machen, weil wir gönnen den beiden Sims natürlich, dass sie... Ach so, das sind die Hängeschränke. Ich dachte gerade schon. Wir gönnen den beiden Sims natürlich, dass sie sich jetzt erstmal etwas ausruhen und etwas frisch machen und nochmal auf Toilette gehen dürfen. Und ja, dann würde ich sagen, dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen, wo wir ihn dann vielleicht mal auf seine Arbeit begleiten. Das wäre doch eigentlich mal cool, oder? Bis dann. Ciao.